Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal, hier im LS22, im My Friend and Me, in der Country-Projekt, zu einer weiteren Folge. Jo, wir sind hier mitten fleißig am Arbeiten bei Herr Zimmermann. Ich bin gerade hier fleißig am Schwaden mit unserem neuen Traktor. Und der Dominik ist hier schön fleißig am Wenden. Jo, servus. Jo. Da. Herr Dominik, muss ein bisschen Gas geben. Bin hier leicht auf den Fersen, sagst du. mit der Arbeitsbreite. Ja, hier. Herr Seidebacher. Ah, Herr Zimmermann, hallo. Ja, wollte Sie nur ganz kurz fragen, Sie haben ja noch einen Traktor da. Ist das möglich, dass ich mit dem ganz kurz auch etwas holen fahre? Ja, na klar, können Sie machen. Kein Problem. Schlüssel steckt? Ach so, gut. Dann Schlüssel steckt, ja. Vielen Dank, ja. Wollte ich kurz was holen gehen. Dankeschön. Jo, kein Problem. Jo. Boss, hast du gesagt, du hast einen Termin mit dem Bürgermeister ausgemacht? Ja. Über Boss eigentlich, damit die da Bescheid warst. Ja, hab ich doch gesagt, wegen der Parzelle. Ja, genau. Was hast du da für Parzellen dir vorgestellt? Boah, muss ich ehrlich sagen, ich möchte erstmal gucken, was denn so über ist. Aber auf jeden Fall eine kleine, nicht so eine große Parzelle, aber wo vielleicht noch ein bisschen Wald dabei ist. Achso, ein bisschen. Damit man noch ein bisschen das Holz da rausholen kann. Noch ein bisschen den Gewinn da drin sehen. Ja. Vorher wird er wieder, okay. Ja, klar. Alter, das ist schon ein sehr imposantes Gerät hier, das Teil, muss ich sagen. Wie läuft's bei dir so mit den Wänden? Ja, bis auf, damit das ein bisschen klein ist, da hinten das Gerät funktioniert. Das ist einwandfrei, ja, da muss ich unbedingt mal einen anderen Wender holen. Wobei, wenn den halt umsonst bekommt. Hätte ich das Teil auch genommen. Hätte ich ihn auch genommen, umsonst. Aber das wäre schon. Ja, klar. Ich hoffe, hier wieder gerade Musik im Radio. Baby Girl, hast du mehr? Was denn? Okay, der ging. Achso, so eine Musikgeschmack. Was denn? Ich will. Was krieg ich denn dafür, in das Radio so eine Musik spielt? Kann ich ja nichts für. Girl, I'm married for you. Super, sag ich dir so, wie es ist. The Voice war ja schon mal eine Sache bei mir, aber irgendwie wurde daraus nichts. Okay. Hätten ja ein Duo machen können. Na. Duo singen. Wie nicht? Wie? Hätte sie nicht mit mir zusammen gesungen? Ich kann jetzt singen. Das ist... Ach was. Was machst du jetzt? Nichts, jetzt chillen. Ja. Mach hier bloß nichts kaputt. Ja, cool, aber in Schwader nicht gut. Mach ich auch gar nicht. Ja, du Edel. Will ich nie machen. Ich arbeite mit zwei futschen neuen Geräten, mit denen ich noch nie was gemacht habe.
Der Fan geht aber jetzt noch, bei dem kannst du dich schnell einfuchsen. Mit dem großen Gerät, sagst du. Mit dem Gerät? Der Gerät. Der Gerät, der schweißfrei Döner schneidet. Der ist sicher. Oh Mann. Ist er schon fertig gleich? Ja. Ich weiß ja, ob der das hier pressen will oder weiß das ich, aber dann kannst du eigentlich gleich anfangen mit's Ansehen, wenn der Lohnunternehmer mit dem Kalk da ist. Der Lulu-Unternehmer. Der Lulu-Unternehmer. Eigentlich müssen wir jetzt, nachdem wir Geräte von dem geschenkt bekommen, eigentlich nur bei dem arbeiten. Vielleicht bekommen wir noch mehr geschenkt. Ja, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Du musst so lange arbeiten, bis der ganze Fuhrpark hast. Ja, bis der ganze Hof am besten hast. Aber ich hab da irgendwie immer so ein mulmiges Gefühl, sag ich dir ganz ehrlich. Einfach so Sachen geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, was der Fuhr hat, der Mensch. In einem sehr hohen. Ja, ich glaube auch, das hat glaube ich noch ein ganz schweres Nachspiel, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil wer schenkt dir denn bitte schon in so riesen Werten? Ein Traktor wäre ja schon krass, aber der schenkt uns direkt zwei mit Anbaugeräten noch. Ja, ich weiß nicht, was der Fuhr hat. Das kommt mir sehr komisch vor. Harry, zu schnell, Junge. Oh, 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 scheiße. Nichts, alles gut. Ja. Nicht sicher. Weißt du zufällig, ob der Kollege einen Hochdruckreiniger hat? Ja, an seiner. Ich nenne es mal Haus. Leckt's bei dir auch gerade so? Ich habe keine Schlaglöcher. Bei mir läuft alles super. Halt so am Hof ist halt ein bisschen. Jetzt im Hof hat ein paar Schlaglöcher, aber ansonsten geht es eigentlich. Weißt du, was du ansonsten machen könntest, wenn der Mr. Kalk noch nicht da ist? Du könntest eigentlich unsere beiden Autos mal holen, ohne von Hof. Ja. Die stehen nämlich noch beim LU. Damit die zumindest schon mal hier oben stehen. Aber der Herr Huber und der Herr Zimmermann sind ja Gott gewesen. Ah, okay. Ja, dann. Vielleicht kannst du sogar im Huber fragen, ob der dich da runterfährt. Musst du gleich da runter laufen. Ach ja. Zimmermann. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Sie sitzen eh schon drin. Wissen Sie, wo der hinkommt? Oder brauchen Sie jetzt den Fan? Ich brauche den gerade, weil Sie sehen, meine Saatgutlieferung ist da und da muss ich mit dem Frontlader mal ein bisschen arbeiten. Jo, das passt perfekt. Wo habe ich denn den
Aufbau für Paletten angenommen. Weil ich habe einen geholt, das weiß ich. Mit dem Gerät. Dominik! Servus! Du bist eigentlich neben mich, passen aber nicht. Oder bist du schon wieder zu dick? Nö. Bist du dick? Jo. Hätte ich mir fast denken können. Fitnessstudio war noch nicht so dein Ding. Na, das war was anderes. Ey, das funktioniert nicht. So kacke. Jo, aber das haben wir ja schon. Was hast du denn jetzt geklärt mit dem? Die laden noch da das Ding ab. Das Saatgut. Was für ein Ding? Achso, ein Saatgut. Aber der Herr Zimmermann muss erst seine Palettengabel suchen, wo er die hingetan hat. Ah, der glaube ich noch nicht mal einer. Er hat gesagt, er hat eine, er schaut aber eh grad. Ja, dann. Ja, Profis am Werk. Ja, ich bin gleich auffällig. Ja, ich schau da dabei zu. Ja, er ja. Er hat auch gerade meinen Traktor genommen. Oder halt den Fan. Loja. Steht der John Deere schon wieder da? Den hat er nämlich von uns genommen. Den hab ich nicht gesehen. Dass er den jetzt irgendwo stehen gelassen hat. Ah, das Heu riecht gut. Ja, das ist schon ein geiler Geruch. Ja. Und vom Staub das auch schön. Schön trocken. Aber es ist auch echt warm, muss ich sagen. Den kann ich auch nicht. Der Sound ist aber auch schon geil. Ja, der brüllt schon schön hier, der Glas. Ich glaube, ich ziehe mir auch gleich die Shorts an, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die lange Hose ist irgendwie mittlerweile viel zu heiß. Oder findest du nett? Ja. Eigentlich hast du ja immer im Sommer deine Badelatschen an. Ja, aber kann ja. Ich auch nicht. Wenn du da mit dem Bänder fährst, nimmst du dann gar meinen Fuß mit. Ja, da musst du aufpassen, wo du herläufst. Ja, deswegen habe ich lieber meine Sicherheitsschuhe an. Ja, und eine Stahlkappe. Ja, wichtig. Wichtig und richtig, habe ich gesagt. Ja, jetzt schaue und lerne. Jetzt macht man nämlich eine schöne dicke Spar, da muss man nicht 30 mal fahren. Aha. Naja, dann wird das gleich ein dicke, fette Spar. Legt man die hier noch ein bisschen weiter nach oben. Mit seinen großen Bänder. Ja klar. Nur scheiße, dass es ein Schwader ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ach, alles gut, Dominik. Mach dir nichts draus. Bin auch nicht alle Fachwörter. So. Schwuppdiwupp ist mal auf schnell fertig. Alter, hier, guck dir das imposante Gerät an. Der Gerät. Hä? Warum ist denn der jetzt nicht hochgegangen hier ohne der? Muss ich wohl nochmal ausklappen. So, jetzt aber. Du hast wieder den falschen Hydraulikhebel gezogen. Ja, hab ich schon wieder. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Gerät fahre. So, jetzt komm mal in der Ehe. Ja, komm, Dominik!
So schnell kann ich nicht laufen. Was ist los, Dominik? Denk immer an dein Sportziel. So, wo stand der denn? Der Schwader. Ich glaube, der stand hier drüben, oder? Ja. Will ich mal wieder hier ab. Ah ne, der stand hier unten. Na ja, scheiße. Stellen wir ihn einmal wieder hier hin. So, machen wir hin die Schläuche einmal ab, Dominik. Jo. So. Zack. Was? So, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.